gibt es drei große Bücher. Eines heißt Die neue Menschheit. Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also nicht 1917, sondern auch schon vorher. Ach, viel früher. Schon Ende des 19. Jahrhunderts hat Nikolai Fjodorow, und damit beginnt das Buch eigentlich, die Frage gestellt, ist der Sozialismus wirklich eine gerechte Ordnung, eine gerechte Gesellschaft? Und er ist zum Schluss gekommen, das ist nicht der Fall, weil der Sozialismus, wie er gedacht worden ist von Marx und vielen anderen, die Verstorbenen nicht einschließt. So dass alle Menschen, die sozusagen für den menschlichen Fortschritt, geschichtlichen Fortschritt gearbeitet haben und gestorben sind, bekommen überhaupt keine Gerechtigkeit im Sozialismus. Und deswegen hat er beschlossen, ein Projekt zu formulieren, das die Möglichkeit gibt, diese Ungerechtigkeit zu korrigieren, indem die sozialistische Gesellschaft sich verpflichtet, alle verstorbenen Menschen auf eine künstliche, wissenschaftliche Weise wieder sozusagen herzustellen, zu auferstehen zu bringen. Und ihnen also die Möglichkeit geben, an der sozialistischen Zukunft zu partizipieren. Also lächerlich, 1789, die Freiheitsrechte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wir brauchen Unsterblichkeit. Wir brauchen Unsterblichkeit. Sehen Sie, alle diese Menschenrechte, bürgerliche Rechte, also sind sicherlich gut und wichtig, solange wir ähnlich sind, ja? Solange wir dem Tod geweiht sind. Aber an dem Moment, an dem wir unsterblich werden, verlieren wir sozusagen das letzte Stück des privaten Eigentums. Das ist sehr wichtig, ja? Weil auch wenn wir zum Beispiel das Ganze, auf das ganze private Eigentum verzichten, es bleibt ein Privateigentum auf die Zeit. Wir besitzen so ein Stück Zeit. Wir sind Lebenslaufbesitzer. Eben. Und das trennt uns von allen anderen Menschen. Jeder hat als Sterblicher ein Stück Zeit. Und das heißt, alle Versuche, eine kommunistische Gesellschaft zu bilden, sind unmöglich, wenn die Menschen nicht unsterblich werden. Die Menschen müssen zunächst einmal unsterblich werden, dann wird eine materielle Basis geschaffen für die kommunistische Gesellschaft der Unsterblichen. Entstehen die Toten in uns oder steigen die aus den Gräbern? Ach, die steigen aus den Gräbern. Und zwar, Fjodorow hat vorgeschlagen, als Modell für diese neue Gesellschaft das Museum zu nehmen. Ja, zu nehmen das Museum, weil das Museum ist der einzige Ort, an dem die Technik eben nicht fortschrittlich ist. Das heißt, sie ist nicht im Dienste des Fortschritts, sondern der Aufbewahrung des Alten und der Aufbewahrung der Tradition. Das heißt, er hat vorgeschlagen, das Museum aller je gelebten Menschen zu errichten, wo jeder seine Koje bekommt oder einen Saal. Und wir würden sagen, heute genetischen Code, aber generell alle Erinnerungen, die mit ihm verbunden sind, gesammelt werden. Und dann irgendwann, wenn wir so weit sind, technisch und politisch, dann können wir diesen Menschen dann zu Auferstehen bringen. Das heißt, das Museum ist nicht ein Friedhof, sondern ist ein Wartesaal. Und das nicht für Ramses II. Oder den Zar so und so, sondern für den einfachen Menschen, den einfachen Leprakranken, der zu Unrecht in Aleppo starb. Ja? Absolut. Für alle Beleidigten und Erniedrigten. Das ist sozusagen diese Synthese zwischen christlichen Versprechen und kommunistischer Utopie. Alle müssen, weil alle gelitten haben für die Zukunft, alle müssen das Recht haben, an dieser Zukunft auch zu partizipieren. Und wichtig ist, dass sozusagen das Museum, die Bibliothek, der Friedhof werden sozusagen als Vorbereitungsphasen gesehen zu dieser Auferstehung. Die Menschheit besteigt quasi Schiffe, ja? Ja. Und die bringen sie über den Fluss Lethe, ja? Über und die wieder Fluss zurück. Lethe, aber lebendig. Und als Bürger eine neue Gesellschaft, und zwar eine Gesellschaft ohne privaten Eigentum. Und darüber machen die Versammlungen und darüber stimmen sie ab. Ja? Das dringt ja nicht nach Zentraleuropa oder nach Frankreich vor, diese Bewegung. Nee, nicht, aber sie hat so eine politische Bedeutung bekommen in Russland nach der Revolution. Da gab es eine Partei, die hieß Partei der Biokosmisten-Immortalisten.
Und sie hatten ihre Vertretungen in Moskau und in Petrosowjet. Sie wurden auch gewählt. Also das war eine richtige politische Partei. Und sie forderten eben Verjüngung und Unsterblichkeit zu Hauptzielen der sowjetischen Staatspolitik zu erheben und einen Großteil des Budgets eigentlich dazu verwenden, die Unsterblichkeit zu erreichen. Und Verjüngung, das heißt also in der Lebenszeit auch noch, ja, nicht, ich werde ja kein Greis. Ja, ja, Verjüngung. Und Verjüngung, da ist auch sozusagen zu lesen im Buch, die Experimenten von Bogdanov.